Oft werde ich gefragt, warum mache ich mir eigentlich selbst Konkurrenz? Warum sorge ich dafür, dass immer mehr Menschen da draußen mit Dropshipping starten, sich ihre eigenen Online-Shops erstellen, statt dass ich nicht selbst einfach noch mehrere Online-Shops betreibe? Warum mache ich nicht einfach noch mehr? Warum mache ich nicht einfach noch mehr Online-Shops? Und die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich simpel. Denn schau, seit 2018 betreiben wir selbst unser eigenes Coaching. Und das ziemlich erfolgreich. Das Ganze hat eigentlich eher so angefangen, dass ich damals ziemlich viel Zeit hatte, seitdem wir E-Commerce gemacht haben. Und dann habe ich angefangen, unterbewusst tatsächlich auf YouTube Videos hochzuladen. Bedeutet, ich habe damals eine Playlist erstellt, die habe ich mittlerweile auf Entwurf gestellt, weil die nicht mehr Stand der Dinge ist, wo ich quasi Desktop-Videos hochgeladen habe, wo man mich selbst gar nicht gesehen hat. Das heißt, ich habe einfach nur ein Desktop-Video gemacht und wo ich dann Schritt für Schritt erklärt habe, wie man einen Shopify-Online-Shop aufsetzt, wie man Produkte einpflegt, wie man damals noch mit AliExpress gearbeitet hat und so weiter und so fort. Dadurch ist dann quasi Schritt für Schritt das Coaching entstanden, denn dadurch habe ich Menschen angesprochen, wie dich beispielsweise, die eine bestimmte Lösung gesucht haben und das dann auf YouTube eingegeben haben oder auf Google eingegeben haben, beziehungsweise das Problem eingegeben haben und ich habe die Lösung geboten mit meinen Videos. Und darunter kamen dann Kommentare, wie cool das ist und dann hat man sich Skype-Namen ausgetauscht und dann hat man mal telefoniert und irgendwann wurde das Ganze irgendwie immer größer. Und der Grundgedanke, warum ich eigentlich das Coaching damals gestartet habe, war, es gab zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Coaching E-Commerce Dropshipping gestartet bin, niemand anderen auf dem deutschsprachigen Markt. Das ist einfach Fakt. Es gab niemanden. Ich war mit Abstand der erste, der 2017, 2018, irgendwo so dazwischen war das genaue Datum weiß ich nicht, der zu dem Zeitpunkt ein E-Commerce-Coaching gemacht hat oder generell einen Videokurs gemacht hat. Das ist genau so, wie damals unser Coaching entstanden ist. Und daraus ist es dann immer irgendwie größer und größer und größer geworden. Und da sind wir heute, wo wir jetzt sind. Und wir selbst, wir erstellen keine aktiven Online-Shops mehr. Wir betreiben die Online-Shops, die wir jetzt noch haben. Im Jahr 2022 beispielsweise habe ich einen Online-Shop, www.diy-fahrtkunst.de beispielsweise, den habe ich 2019 noch gegründet. Das heißt, 2019, wo wir unser Coaching schon ein oder anderthalb Jahre geführt haben, habe ich diesen Online-Shop verkauft. Warum habe ich den verkauft? Naja, weil ich mich einfach dazu entschlossen habe, den Online-Shop nicht mehr weiterzuführen und es sich irgendwie anbot. Ich habe fast 100.000 Euro für diesen Online-Shop bekommen. Ich kann nicht alles nachweisen, ich habe Kaufverträge und so weiter und so fort. Warum? Weil ich mich einfach nicht an diesen Shop gebunden gefühlt habe und ich denen dann dachte, na gut, komm, jetzt kann ich hier 100.000 Euro für bekommen, ist doch alles fein. Heute wird der Shop mit Sicherheit Mehrwert sein, weil der Käufer natürlich den Shop weiter optimiert hat, mehrere Produkte hinzugefügt hat und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der springende Punkt, warum ich mir selbst nicht immer unbedingt noch mehr Konkurrenz machen muss, weil die Online-Shops, die wir haben, die laufen, die funktionieren und die geben wir auch so nicht mehr her. Wir haben jahrelang Erfahrung gesammelt und das, was wir heute machen, ist, dass wir diese Erfahrung, die wir gesammelt haben, eben einfach teilen. Und wir generieren noch mehr Erfahrungen durch unsere internen Marketingstrategien und auch durch Interaktion mit unseren Teilnehmern. Das heißt, wir haben über 2000 Kunden mittlerweile und dadurch, dass wir im regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden sind, wissen wir genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das bedeutet, die Lernkurve von den Teilnehmern, die ist gleichzeitig auch unsere Lernkurve, von der du als neuer Kunde definitiv profitieren willst. Das ist quasi nichts anderes wie ein Unternehmensberater. Das bedeutet quasi, wenn ein Unternehmensberater in ein Unternehmen kommt, dann teilt der die Informationen, die er hier und da und da und da abgepickt hat, woran man selbst niemals kommen würde, weil man selbst nicht dieses Netzwerk hat. Bedeutet, ein Unternehmensberater, nehmen wir mal mich jetzt als Beispiel, der über 2000 Kunden hat, der weiß da was, der weiß da was, der weiß da, der weiß da was und der kennt jedes Problem und sobald ein neuer Kunde dann fragt, hey, guck mal, ich habe dieses Problem, was kann ich tun? Dann weiß ich automatisch die Antwort, weil ich entweder A, selbst dieses Problem schon mal hatte oder B, ein Teilnehmer dieses Problem hatte und wir es gemeinsam gelöst haben und wir es nun bei einem neuen Teilnehmer beispielsweise ebenfalls lösen können. Die Shops, die wir allerdings selbst betreiben, die sind mittlerweile unkopierbar. Natürlich, die Produkte, die wir betreiben, die sind relativ bekannt. Wenn man mal ein bisschen googelt, dann findet man relativ viel über uns. Und die Produkte kann rein theoretisch jeder da draußen auch verkaufen. Aber ich möchte dir ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem unkopierbar. Warum? Weil
wir erstens viel mehr Erfahrung mit diesen Produkten haben, bedeutet gleichzeitig auch, dass wir natürlich, was marketingtechnisch angeht, genau wissen, wie wir was zu tun haben. Und was wir natürlich auch machen, ist, wir sind mit diesen Produkten natürlich schon sehr, sehr, sehr lange am Markt. Das bedeutet, wenn jetzt ein Ähnlicher kommt und uns eins zu eins kopieren wollen würde, dann würde das nicht direkt funktionieren, weil wir eben viel, viel, viel länger auf dem Markt sind. Ganz früher haben wir beispielsweise auch oft Online-Shops erstellt, haben die dann betrieben und dann verkauft. Das hat man damals auch Flipping genannt. Das heißt, ich habe einen Store geflippt. Wir machen mittlerweile zu 80%, wenn ich jetzt mal meine Zeit nehme, ich habe ja mehrere Gesellschaften. Ich habe ja auch noch die Helfeschein Delivery GmbH, worunter eigene Online-Shops laufen und auch wir Beteiligung haben. 80% unserer Zeit und auch meiner Zeit widme ich voll und ganz meinen Kunden und meinen Coaching quasi. Und 20% der Zeit, die ich noch übrig habe, die widme ich den Online-Shops, die wir noch haben, um die weiterhin zu betreiben. Denn das ist mir persönlich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig und das ist auch etwas, was ich niemals aufgeben werde, nämlich den Betrieb der eigenen Online-Shops. Denn durch den Betrieb der eigenen Online-Shops bleibe ich erstens immer in der Praxis und kann zweitens immer direkt den Teilnehmern auch in der Praxis etwas zeigen, was bei mir nachweislich funktioniert hat. Und wir machen mit unseren Online-Shops aktuell so zwischen 5.000 und 10.000 Euro Tagesumsatz. Und das ist natürlich eine super solide Summe, womit wir dann quasi auch unseren Teilnehmern extrem gut beibringen können und nahebringen können, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Welche Saison ist gut, welche Saison ist nicht so gut, welche Monate, welche Wochentage, Wetter und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist unser Coaching einfach auch so groß geworden, wie aus dem Nichts. Ich meine, schau dich um. Ich habe hier ein Büro mit über 320 Quadratmetern, mit bester Lage hier direkt aufs Wasser, hier direkt auf, mit Blick auf die Elbe. Wir sind 10 Leute, die allein nur für das Coaching angestellt sind, die sich darum kümmern. Backoffice, Vertrieb, Coaches, Service, Beratung und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das ich mir selbst damals nie vorstellen konnte, dass es mal aus einer kleinen Idee beziehungsweise aus so einer kleinen YouTube-Playlist, dass so etwas Großes tatsächlich entstehen kann. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Projekt und ein Unternehmen, welches mir deutlich mehr Freude bereitet, als dass ich immer und immer mehrere Online-Shops mache. Ist einfach so. Natürlich, wir verdienen mit dem Coaching Geld. Das ist ja gar kein Geheimnis. Wie soll ich sonst 10 Mitarbeiter arrangieren und bezahlen können, wenn wir damit kein Geld verdienen würden und das nur aus Friede, Feuer, Eierkuchen. Aber was uns natürlich ganz wichtig ist, ist, dass der Mehrwert, der bei dir am Ende des Tages ankommt, noch viel, viel, viel größer ist. Weil sonst kann ich bald meine Sachen packen und gehen, wenn der Mehrwert nicht groß ist, weil sowas spricht sich rum. Deswegen, man muss natürlich auch immer dafür sorgen, dass der Mehrwert und das, was man bietet, immer auf einem allerhöchsten Niveau ist, damit natürlich auch neue Leute kommen und man ja, sich nicht irgendwie bettelt und nach einem Jahr vom Markt verschwindet, weil man das einfach nicht tragen kann. Das ist auch der Grund, warum unsere Kunden Erfolge wie am Fließband generieren, weil sie erstens genau wissen, dass unser Service und unser Konzept auf allerhöchstem Niveau ist und dass wir mit unserer praxisorientierten Erfahrung den Menschen da draußen, die wirklich mit E-Commerce, mit Dropshipping starten wollen, sich ihre eigene Marke langfristig aufbauen wollen oder vielleicht auch mal den Online-Shop verkaufen wollen, das ist der Grund, warum sie so erfolgreich sind, weil wir eben einfach diese Expertise haben. Diese Expertise direkt aus der Praxis, weil wir es selbst gemacht haben. Wir haben selbst mehrere Millionen Euro, über 10 Millionen Euro Umsatz, nur mit E-Commerce gemacht. Ich würde sogar sagen über 15, ich weiß es nicht genau. Und wir haben mehrere Online-Shops verkauft, nachweislich. Ich kann Kaufverträge alles vorzeigen. Und das ist genau das, was die Leute da draußen suchen. Sie wollen sich nämlich ohne großes Startkapital ein Online-Geschäft aufbauen, ein E-Commerce-Geschäft aufbauen und wollen es dann entweder langfristig ausbauen oder aber es vielleicht verkaufen, um sich dann anderen Dingen im Leben zu widmen. Und wenn das genau das Richtige für dich ist oder etwas ist, wonach du suchst, wie du siehst, du kannst nicht leer ausgehen, entweder du sagst, okay, ich baue es weiter aus oder ich verkaufe es und mache mit dem Geld, was ich will, dann ist das E-Commerce- und Dropshipping-Business genau das Richtige für dich. Und ich hoffe, ich konnte hier mit diesem Sätzen ein bisschen erklären, warum ich mir nicht selbst Konkurrenz mache, warum ich mir auch nicht selbst Konkurrenz machen muss, weil wir fangen nicht an, neue Online-Shops zu gründen. Das, was wir machen, ist beispielsweise in unserem Coaching. Wir erstellen beispielsweise Demo-Stores, das heißt, wir bauen neue Online-Shops auf, betreiben diese auch tatsächlich in der Praxis, aber auf relativ geringem Niveau, um den Leuten eben einfach zu zeigen, wie man Werbung schaltet. Ja? Und was uns da auch ganz wichtig ist, ist, dass auch wirklich Ergebnisse dabei rumkommen. Das heißt, wenn ich 100 Euro in Werbung investiere, will ich auch, dass 200, 300 Euro wieder rauskommen. Und genau das ist auch das, was wir unseren Teilnehmern dann live in der Praxis immer und immer wieder vermitteln können. Und wenn das für dich spannend ist, dann buch dir gerne ein komplett kostenloses Erstgespräch auf www.kevinhelfenstein.de und lass uns dann mal einfach und unverbindlich miteinander sprechen.